Ich fange dann einfach mal an. Einen wunderschönen guten Morgen. Test, Test. Wie gut kannst du mich verstehen? Sehr gut. Eine Aufzeichnung dieses Streams. Heute ist der 13.01.2015. Wir haben jetzt leider schon 10.19 Uhr. Wir haben gerade irgendwie immer wieder technische Probleme. An diesem Dienstag, noch nach dem gestrigen Montag. Wir sind vollzählig anwesend. Kai ist entschuldigt. Und ich wollte im Vorfeld einen prophylaktischen, taktischen Teil beantragen, indem wir uns auch vielleicht ein bisschen unterhalten könnten, je nachdem, wie die Nachmittagstermine bei euch auch aussehen, über unsere Möglichkeiten für dieses Jahr und für den Rest der Legislaturperiode. Und ich weiß, dass andere Leute halt schon andere Termine haben, aber es wäre ja vielleicht trotzdem für einige andere möglich, dann noch hier zu bleiben. Ich habe mich am Sonntagnachmittag noch kurz mit unserem Landesvorstand getroffen, die zufälligerweise hier ihre Klausur in der Landesgeschäftsstelle hatten. Und das war halt jetzt erstmal so das, was wir da ein bisschen besprochen haben, noch nicht öffentlich, soll dann aber halt wieder in Rücksprache mit dem Landesvorstand halt öffentlich werden. Von daher würde ich ganz gerne einen taktischen Teil beantragen, in dem vielleicht auch noch ein, zwei andere Punkte dann von euch kommen könnten, die ich jetzt aufgrund der Kürze des rasch erstellten Pads nicht habe zusammenklauben können. Gibt es dagegen Widerspruch, Einspruch, Zusatzvorschläge? Möchte noch jemand? Toso, bitte. Ist mir viel zu kurzfristig. Ich will heute Nachmittag keine Jahresplanung aus dem Bauch raus machen. Nein, nicht über den Nachmittag. Und ich möchte auch nicht jetzt prophylaktisch deiner nicht in dem nicht öffentlichen Teil drüber reden. Also wir können solche Dinge auf einer Klausurtagung gerne besprechen. Ich sehe im Moment keine Begründung für den nicht öffentlichen Teil. Danke. Gut, ich meinte halt im Anschluss an den öffentlichen Teil, falls da noch Zeit übrig ist. Nur da wir ja gesagt hatten, dass wir es beantragen müssen. Gut, also eine Gegenrede. Kommen wir dann, gibt es noch weitere Gegenreden? Oder Proreden? Aber Frank? Nee, Entschuldigung, lass uns abstimmen. Ich denke, es ist sinnvoll, das zu machen. Das war wäre dann jetzt nämlich meine Frage. Dann würde ich jetzt ganz gerne zur Abstimmung schreiten. Moni? Ja, ich möchte eigentlich einen Gegenantrag stellen. Ich finde hier auf der Tagesordnung so ein paar Sachen nicht, die ich total wichtig finde. Mal gucken, wie geht das denn eigentlich mit Steffenhagen oder so weiter. Also das würde ich viel lieber besprechen, als jetzt über eine Jahresplanung für die nächsten zwei Jahre. Und ja, noch das mal war eben das auch das Nicht-Öffentliche. Okay. Birgit. Ich hatte ja eine Mail auch an den Vorstand und an die Betroffenen geschrieben, auch wegen der Ausschussbesetzung. Da wollten wir uns ja auch nochmal mit beschäftigen. Das finde ich auch nicht. Dieses momentan erstellte Pad basiert auf den kurzfristigen Erinnerungen, weil ich nicht in der Lage bin, das Pad, was wir gestern Vormittag erstellt haben, hundertprozentig wiederherzustellen aus dem Kopf. Ich habe das jetzt als Top 6 mit reingenommen, weil wir hatten das ja. So. Gibt es weitere Vorschläge für Anträge, die wir jetzt vergessen haben könnten oder sollten oder Dinge, die da eigentlich noch rein müssten? Ja, aber
hatten wir nämlich auch noch mit drin. Danke. Okay, Kreon. Ich habe es schon da einfach unter die Bildung geschoben, der zweite Stellvertreter, ja. EK2. Ja. EK2, EK4. Kurze Rückfrage von mir. Also, okay. Könnten wir uns angewöhnen, die Namen dieser Kommission zu nennen? Ja, ja. Kreon, kannst du die dann eben noch nachtragen? Ja, Mikro. FinnÖPV. Also bei deiner vermutlich, dass das die ÖPNV-Kette ist. FinnÖPV. Aber das weiß auch kein Mensch da draußen. Das weiß auch hier. Okay. Ja. Also. Das ist total crazy, ja. Etwas mehr Entspannung wieder in die Versammlung. Kommen wir dann also zur Abstimmung über einen nicht öffentlichen Teil. Spricht sich jemand gegen einen nicht öffentlichen Teil aus? Gut. Enthält sich jemand? Frage ich zusätzlich. Ich muss noch fragen, wer dafür ist. Es könnte ja sein, dass manche nicht abstimmen. Na, jetzt ist aber mal gut. Okay, das heißt, bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen. Muss schon, wenn du so anfasst, bitte die Zustimmung. Ich wusste es. Ach, alleine um Thorsten Genüge zu tun, spricht sich jemand für einen nicht öffentlichen Teil aus. Wir warten bitte so lange, bis die Namen dann protokolliert sind. Könnte jemand mal eine Runde Milka ausgeben? Die schwimmen so leicht auf mich. Mjölknir, ne? Mjölknir. Sind wir schon durch. Okay, kommen wir dann zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ich wollte fragen, Ingo, wir müssen das mal umtaufen, Bericht der Pressestelle und des Vorstands. Ja, wie dem auch sei. Schönen guten Morgen. Wir haben die vergangene Winterpause quasi genutzt, um unsere Internetseite ein bisschen aufzupimpen und ein bisschen Staub zu wischen und ein bisschen was umzuorganisieren. Alles Kleinigkeiten, aber war dann doch sehr zeitintensiv, aber da sind wir jetzt so weit. Ne? So. Ergebnis ist, jetzt ist alles abgebrannt, naja. Aber, but we try harder. Genau. Wir haben da ganze Arbeit geleistet. So, dann haben wir uns auch aus Solidarität mit Jisui Charlie beteiligt auf Facebook und auf unserem Blog. Das werden wir jetzt heute im Laufe des Tages wieder zurückdrehen. Dann haben wir jetzt, was das aktuelle Geschehen. Wie bitte? Was das aktuelle Geschehen angeht, werden wir heute einen Gastbeitrag versuchen unterzubringen von Daniel Schwert. Ich kann auch kurz unterbrechen. Ich bin fertig. Ach so, ich noch nicht. Dann mache ich weiter. Ich verstehe den Ingo auch nicht. Manchmal verstehe ich mich ja selber nicht. Egal. So, also wir werden heute versuchen, einen Gastbeitrag von Daniel Schwert unterzukriegen und eine Pressemitteilung aus dem Büro. Frank Herrmann ist auch schon in der Pipeline. Ach, das weiß der Frank noch nicht. Doch, gut. Ja, sobald wir da ein Statement haben, werden wir das dann meistbietend versteigern. So, und dann haben wir noch
den Wunsch gehört aus Reihen der Abgeordneten, vereinzelter Abgeordneten, dass wir uns mal Gedanken machen über die Präsenz der Fraktionen bei den ganzen No-Pegida-Demonstrationen. Stichwort Schilder, die man hochhält oder mit Helium gefüllte Luftballons, wie auch immer. Da wollte ich einfach mal ganz kurz in die Runde blicken. Sollen wir uns tatsächlich damit beschäftigen? Möchte die Fraktion ein einheitliches Erscheinungsbild bei den Demonstrationen oder findet die Mehrheit das blöd, weil ich bräuchte da so einen Arbeitsauftrag, wenn ich mich damit... Ich meine, dass die Anfrage ernst, möchte die Fraktion als Fraktion vor Ort erkennbar sein, dann würden wir entsprechende Dinger vorbereiten. Ist das jetzt eine Abstimmung oder eine Wortmeldung? Es ist ein Meinungsbild. Es ist ein Meinungsbild, das würde mir für den Anfang schon mal reichen. Manchmal überrasche ich mit einer Frage in meinem Bericht der Pressestelle. Also, möchte die Fraktion ein einheitliches Auftreten bei den No-Pegida-Demonstrationen in Form von Schildern oder ähnlichen Gegenständen, die die Pressestelle vorbereitet und dann den Teilnehmern vor Ort zur Verfügung stellt? Ja, Frank, wie soll ich das denn formulieren? Ja. Also, die Frage... Darf ich? Entschuldigung. Ich wollte, also die Frage ist so, auch wie du so gerade sagst, völlig korrekt. Da kann man vorher noch was fragen, ob man grundsätzlich die Möglichkeit bereitstellen soll, dass sich die Fraktion, egal wo, einheitlich präsentiert. Sprich, dass Luftballons oder was auch immer, Fahnen in Anführungsstrichen mit Fraktionssymbolik verfügbar sind, die man dann, Abstimmung, positive Abstimmung vorausgesetzt, auch bei No-Pegida oder anderen Dingern halt einsetzt. Also dass man erstmal die Möglichkeit schafft, ja, überhaupt, und dann will man vorschlagen. Ja, wobei so Schilder, die man vor Ort vorhält, ja meistens bedruckt sind und das vielleicht auch themenorientiert. Also wenn man jetzt an Anti-AKW-Demonstrationen teilnimmt, machen die Schilder von No-Pegida bedingt Sinn. Aber ich würde jetzt auch ungern jetzt eine Grundsatzdiskussion in den Raum schmeißen, die den zeitlichen Rahmen sprengt. Mir war wichtig, mal ein Meinungsbild zu bekommen für so einen grundsätzlichen Auftritt der Fraktion bei solchen Sachen. Wir haben die Diskussion. Moni. Daniel D. Ich nehme meine wieder zurück. Creon Michel. Fasset euch. Ich bin... prinzipiell der Meinung, dass wir das nicht brauchen, weil ich denke, wer sich da irgendwie engagiert und meint, wir bräuchten Fahne, kann sich gerne mit der Piratenpartei zusammentun. Also ich finde diese Trennung überhaupt nicht sinnig und weiß nicht, ob wir da extra auftreten müssen. Und ich muss sagen, dass ich zu vielen Dingen einfach auch nur als Mensch hingehe und gar nicht als Pirat, also wo ich letztendlich bei vielen Dingen überhaupt keine Fahne brauche, wobei ich das so wie gestern schon etwas differenzierter sehe. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da extra noch als Fraktion kenntlich machen müssen. Also das ist zumindest so. Ja, im Großen und Ganzen das, was Moni sagt, ich finde immer so Parteisymbolik bei solchen Demonstrationen zum Kotzen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Das können wir auch weiterhin den Grünen überlassen, dass die halt mit ihren grünen Schildern da irgendwie angelaufen kommen im geschlossenen Block. Die Aktivisten, die da unterwegs sind, die wissen das auch entsprechend einzuschätzen. Die wissen auch, dass da Piraten vor Ort sind und die wissen auch, welche Piraten da gegebenenfalls vor Ort sind. Wenn wir, also ganz klares Statement gegen irgendwie so eine Partei, Fraktionsaktion oder sonstiges, wenn wir hingegen eine kreative Idee haben, irgendwas da zu präsentieren, also zum Beispiel auch was Schilder mit irgendeiner Aufschrift, ich sag mal jenseits des kleinen Mikrokosmos Piratenpartei angeht, dann können wir das gerne irgendwie tun und dann bin ich auch selber gerne bereit, mich da irgendwie mit irgendwelchen Schildern, T-Shirts oder sonst irgendwas zu beteiligen. Aber da würde ich es halt umgekehrt sehen, also irgendwas der Aktion angemessen ist. Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber jetzt zum Beispiel irgendwie damit mit Fraktionslogos zu hantieren oder sowas, finde ich jetzt eher doof. Also mein grundsätzlich an dich ist,
Ich glaube, die Partei kann das sozusagen alleine machen. Und ich unterstütze und mache gerne mit bei meinem Kreisverband oder wo auch immer Piraten zum Beispiel Transparente bemalen oder irgendwie was zusammenstellen. Da glaube ich, sollten wir auch so handhaben, wenn jetzt jemand hier so eine Unterstützung vor Ort nicht hat oder sowas, dann kann man ja mal darüber nachdenken, beziehungsweise hier unter Piraten darüber diskutieren, wie man ihn dann unterstützt. Ich glaube, dass wir als Fraktionen dann nichts vorhalten müssen. Und ein Wort zum Grundsätzlichen. Es ist bei jeder Demonstration, die zumindest, sag ich mal, also die vielleicht von dem ganz linken Spektrum abgesehen ist, bei jeder Demonstration ist es in Ordnung, wenn du ein Plakat zum Thema hast oder etwas zum Thema hast und dort unten ein Parteilogo noch dazu anbringst, um zu zeigen, woher du kommst. Das war bisher nie ein Problem bei Demos, wo ich war, und das war immer eher positiv wahrgenommen worden, weil man dann halt sich Mühe gegeben hat, für diese Demo etwas vorzubereiten und ein Transparent oder sonst was mitgebracht hat. Dann darf da unten gerne ein Parteilogo stehen, so würde ich das auch immer handhaben wollen, wenn ich die Zeit dafür habe. Ansonsten hat sich bei uns, zumindest im Kreisverband, hat sich etabliert, die Fahnen in der Tasche zu haben. Und wenn die Grünen ihre Fahnen rausholen, holen wir also auch raus, weil es immer gerne heißt, und ich gehe jetzt von solchen Demos aus, wo sich Parteien in dem Vorfeld beteiligen mit, ja, wir wollen was tun, aber ja, wir gehen da als Bürger hin und dann holen doch die Grünen ihre Fahnen raus. Das lassen wir nicht mit uns machen, dass wir auf eine Grünen-Demo gehen, sondern dann holen wir uns auch raus, und das machen wir auch so. Und ich stehe da auch hinter, wenn da Parteifahnen oder sonst was sind. Ich glaube, dass Leute, die keine Parteifahnen irgendwo sehen wollen, klar, wir sind für alle Bürger da, aber die wählen dann auch nicht Piraten insofern. Danke, Creon. Michel. Es gab vor 3 Tagen oder so auf der Öffentlichkeitsarbeitsliste der NRW-Piraten eine nette Mail, die eigentlich übrigens eine Arbeitsliste sein soll. Hallo Stream und die ihr alle zuguckt, das ist eine Arbeitsliste, nicht diskutieren, auch wenn ihr es immer wieder tut. Es hat halt jemand geschrieben, dass er es gut findet, dass die Piraten nach dem, was im letzten Jahr irgendwie war, dieses Tohuwabohu, links, rechts, vorne, hinten, bei den No-Pegida-Demonstrationen klare Kante zeigen. Ich finde den Hinweis gut, den Olli gerade gebracht hat. Klare, zum Thema passende, transparente Banner, Folien, was auch immer, Fahnen finde ich übrigens total doof, aber sei es drum, die Grünen haben halt das Problem mit ihren Fahnen, die haben nichts anderes. Und dann kann da unten ein Logo drauf sein, und jetzt spiele ich den Harald und sage, wenn wir aber da als Fraktion draufstehen, also wenn wir das wollen, wenn wir dann für die Partei da Werbung machen, dann geht das nicht, sondern dann muss da Fraktion draufstehen, wenn wir da unser Geld für ausgeben, wenn zum Beispiel kurzfristig ein Banner gedruckt werden soll oder ähnliches. Und deswegen für solche Sachen ja, und für alles andere tatsächlich, dann sollten wir, als Mensch hinzugehen, bleibt ja jedem unbenommen. Als Parteimitglied hinzugehen und Parteifarben da zu schwenken, bleibt auch jedem unbenommen, wenn wir zu so einer Demo gehen. Und wenn wir da irgendwas machen, dann für solche Aktionen tatsächlich, ja, kurzfristig mit Parteilogo, aber bitte keine Fahnen, keine allgemeinen irgendwas, keine Ahnung, Aufkleber, Flyer, Mützen, was auch immer es da gibt. Ich kenne mich aus. So, dann noch Frank und dann wieder Ingo und dann sind wir auch durch. Ja, ich wollte das nur noch mal deutlich machen, was ich eben meinte. Also ich bin im Prinzip voll auf Daniels Seite, was er gesagt hat. Bei diesen Demonstrationen jetzt sollte eigentlich der Bürger im Vordergrund stehen, das heißt ohne Partei oder sonstige Fahnen. Egal, wir haben die Erfahrung gemacht, andere machen das anders. Das müssen wir nicht unbedingt nachmachen. Aber ganz unabhängig von diesem Thema jetzt, von diesen Demonstrationen, finde ich es wiederum gut, wenn wir vorbereitet sind, auch uns als Fraktion mal, ich sage es jetzt mal provokant, mit einer Fahne zu präsentieren. Ich mag mir jetzt nicht ein Beispiel ausdenken, aber dass wir vorbereitet sind, sowas schnell zur Verfügung haben, vielleicht sogar mal in der Tasche, wie auch immer, fände ich gut, wenn da zumindest die Möglichkeiten gecheckt sind, dass wir uns schnell als Fraktion so präsentieren könnten.
Soweit. Das. Gut, dann nochmal Ingo. Also ich hatte jetzt ja nicht vor, einfach nur orangefarbene Blätter, die unser Logo zeigen, hochzuhalten und zu produzieren. Also wenn das falsch verstanden wurde, dann habe ich mich da vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also ich hatte schon die Idee von Slogans, Sprüchen, Statements, kurzen, prägnanten Aussagen, die dann vielleicht auf orangenem Papier gedruckt sind, wo unten rechts ganz klein unser Logo drauf ist. Da muss man halt eben gucken, dass unser Logo auf jeden Fall drauf ist. Das muss so sein, weil sonst dürfen wir es nicht finanzieren, aber da findet man ja sicherlich Möglichkeiten. Aber es war auch tatsächlich ja nur, ich sage jetzt mal, der Wunsch von verschiedenen MDL wiedergegeben, den ich jetzt hier eben als Eingangsstatement hatte. Von daher sind wir da, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Ob man die dann grundsätzlich benutzt oder nur montags, wenn hier ein Pegida aufzieht, das kann man dann ja mal gucken. Also von daher brauche ich einfach, wenn ich das machen soll, einen Arbeitsauftrag. Aber in diesem Moment ging es dir erstmal nur um ein Meinungsbild, ob und wie wir uns damit beschäftigen. Pro Asylschilder übrigens gestern ganz großartig mit gegen Rassismus, die überall von Seiten des KV Düsseldorf und von Einzelnen aus dem KV Düsseldorf vorbereitet worden waren, in neutral sogar. Ganz viele Bürgerinnen und Bürger haben diese dann auch mitgenommen. Wir waren als Piraten trotzdem optisch erkennbar. Nur so als Hinweis, also es gibt da dieses Engagement sowieso schon. Ob dies jetzt von Seiten der Fraktion zusätzlich gefüllt werden muss oder nicht, ist jetzt die Frage. Von daher ist das Meinungsbild ganz einfach erstmal wortwörtlich: Möchte die Fraktion ein einheitliches Auftreten bei den No-Pegida-Demos in Form von Schildern, die die Pressestelle vorbereitet haben, ja oder nein? Von daher, wer ist für diese Idee, die Ingo jetzt angedeutet hat? Ich möchte dem Antragsteller mitteilen, dass dieses Meinungsbild weitestgehend nicht positiv verlaufen ist. Okay, das war es aus der Pressestelle vom, oder kommt dann, hattest du noch was jetzt vom Bereich Presse? Okay, Bericht des Vorstands, der Protokolllink wird auch nochmal separat rumgeschickt werden vom gestrigen Vorstand, von der gestrigen Vorstandssitzung. Es war ein Durchsehen und Zusammentragen der ganzen Geschichten, die jetzt in dem anderen Pad sind, die wir gerade eben aus dem Gedächtnis wieder zusammengeklaubt haben. Es waren allgemeine kurze Rückblicke, was so gelaufen war. Blödes, mir fällt jetzt gerade wirklich der Notizzettel, ergo das Protokoll von gestern. Gibt es eine konkrete Frage zur Vorstandssitzung von gestern eventuell? Weil dann würde ich dies erstmal, ich nehme sowieso noch schriftlich separat rumschicken. Frank. Wie lang war die Sitzung? Bis 10 bis 11:30, halb 12, ja? Anderthalb Stunden dann doch. Also es war jetzt nicht einfach nur so huschli-wusch. Michel. Wie viele Kaffee habt ihr getrunken? Grumpy, das macht ohne Protokoll keinen Sinn, weil keiner weiß, was passiert ist. Wie sollen wir Fragen stellen? Ja. Also, Deswegen, das please, Protokoll please go müssen to wir nächstes Mal sicherheitshalber anders rumreichen oder dann machen wir es doppelt in der nächsten Sitzung. Genau, es brennt ja nicht jede Woche ein Rechenzentrum ab. Hoffentlich nicht. Dann kommen wir zu Top 3 und das ist mir dieses Mal auch ziemlich wichtig. Es ist die Nachbesprechung des letzten Plenums. Ich fände es super, wenn einzelne Leute nochmal, nicht alle, aber sagen, was aus ihrer Sicht ein sehr wichtiger Punkt war, der im Plenum dran war. Und es würde mich persönlich auch interessieren. Und wo, sage ich mal, es wirklich mal richtig gut funktioniert hat, neben der Kritik. Reine Neugierde. Wer möchte da einen kurzen Einstieg wagen in die vergangene Plenarsitzung? Michel? Ich erinnere mich tatsächlich nur an eine einzige Situation, die mir aber gut im Gedächtnis geblieben ist. Es gab eine Entscheidung, wo wir uns nicht einig waren und wir haben uns mal wieder getraut, auch tatsächlich abzustimmen mit 3 dafür, 7 dagegen und 18 enthalten sich. Ich finde das gut. Ich finde, wenn wir vorher solche Diskussionen führen, und das haben wir hier gemacht, wenn wir politisch
differenzierte Meinungen haben, jeder für sich was anderes meint, dann können wir durchaus das auch mal machen. Vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass es auch wieder für Unsicherheit gesorgt hat. Es ist eben nicht immer nur dieser Block, Piraten sind dafür, Piraten sind dagegen, sondern es war wirklich mal, man merkt daran, dass wir uns auch inhaltlich mit Sachen auseinandersetzen und das finde ich gut. Ich möchte kurz anmerken, wo ich persönlich die Reaktionen der anderen in Form der Gesichtsausdrücken großartig fand, war, ich hatte das gestern auch schon Nico gesagt, das war bei der Rede von Moni im Bereich der G8, G9-Debatte, als Moni diesen traumhaften Satz raushaute mit dem, dann können wir halt alle Schulen auch nach Hogwarts benennen. Der Gesichtsausdruck in dem Moment, das hat auch ziemlich gut gesessen. Ich glaube, der gesamte Redebeitrag von Moni zum Bereich G8, G9 hat wirklich mal richtig gut gepasst und richtig gut den anderen einen, ja, wie soll ich sagen, vor den Latz geballert. Ich will nach Hogwarts. Okay, gibt es weitere Anmerkungen? Ich wollte noch was sagen zum Thema Haushaltsdebatte und den möglichen Differenzen, die wir hier in der Fraktion haben. Ich habe nachher mit einigen schon gesprochen. Da kam so ein bisschen rüber, ja, noch besser wäre gewesen, gar keine Inhalte. Dass wir uns kurz gefasst haben und dass es diesen leeren Saal gab, war ja eigentlich ein nicht beabsichtigter Nebeneffekt, wo keiner dran gedacht hat, aber alle fanden das cool und das hat auch in der Partei ein großes Echo gehabt. Ich habe nur ein Problem mit denen keine Inhalte, weil ich bin so gestrickt, sobald ich den Mund aufmache, sollte was Gehaltvolles rauskommen. Also dann kann ich mich da nicht irgendwie so hinstellen und gar nichts machen. Ich glaube trotzdem, das Ding hat ziemlich gut gefunzt und ja, also vielleicht sollte man darüber auch nochmal debattieren, weil wir haben ja jetzt die Option zu sagen, wer auch immer beim nächsten Mal redet, die Redelänge ist offen und ja, und ich brauche noch eine Minute und dann braucht man noch eine Minute und noch 10 Minuten und noch 20 Minuten. Das wäre auch eine Option, damit umzugehen. Ich bin im Großen und Ganzen mit dem Ausgang der Haushaltsdebatte und dem Effekt, den das gehabt hat, zufrieden, aber sicher kann man auch noch Sachen besser machen. Daniel Düngel und dann Creon. Ja, ich will das nur aufgreifen mit der Haushaltsdebatte. Ja, das war gut. Also der erzielte Effekt, auch wenn er nicht ganz der, ich sag mal, geplante war, war richtig gut. Gerade in der Partei ist das super gut angekommen, aber auch in der Öffentlichkeit ja durchaus, sag ich mal, wahrgenommen worden. Ich glaube auch für die Ministerpräsidentin war das irgendwie eine ganz unangenehme Situation, vor leeren Rängen da aufzutreten. Das wird sie wahrscheinlich noch nicht allzu häufig hier erlebt haben im Landtag. Also von daher ist das gut gelaufen. Ich glaube auch, dass wir da jetzt nicht allzu sehr irgendwie nachkatern sollten. Vielleicht nur mit dem Hinweis, weil du es gesagt hast, dir fällt das dann schwer, sag ich mal, ohne Inhalte dich dann irgendwo hinzustellen. Das kann ich nachvollziehen. Ich sag mal, wenn wir uns in der Fraktion dazu beraten, dass das eine Option ist, das so zu tun, dann muss halt an der Stelle jemand antreten, der das machen kann. Wenn du das dann bist, dann musst du das machen, bitte. Ich habe tatsächlich nicht akustisch nicht verstanden. Aber das ist wirklich mehr auf die künftige Haushaltsdebatte oder auf künftige Debatten generell irgendwo gemünzt, dass wir das dann tatsächlich so umsetzen, wie wir es auch hier in der Fraktion irgendwo besprochen haben. Wir haben ja auch drüber gesprochen, du hast ja auch deine Beweggründe und deine Schwierigkeiten im Umgang damit mir so ein bisschen erläutert. Ich glaube, insgesamt sollten wir einfach einen Strich drunter machen, das ist gut gelaufen soweit und wir müssen versuchen, daran jetzt auch irgendwie anzuknüpfen. Also dass, wenn das jetzt einfach nur so ein Lichtblick da irgendwie bleibt, Mitte Dezember ist mal irgendwie ein ganz interessantes Ding passiert, dann hilft uns das insgesamt halt irgendwie nicht weiter. Ja, ich habe dazu, glaube ich, am 20. Dezember schon eine E-Mail geschrieben. Deshalb, ich will sie jetzt auch nicht vorlesen. Aber ich glaube, wir können zwei Dinge
ziehen aus der Situation, Frau Kraft ist vor leerem Publikum. Es war, ich war da Schriftführer, ich fand das total witzig, ich hätte das gerne sofort getwittert, aber da kann man ja so schlecht. und ich weiß gar nicht mehr, wer Präsident war zu dem Zeitpunkt. In Herrn Keimister sitzt, kann ich das vielleicht noch nehmen. Okay, also die, ich fand das sehr witzig und scheinbar einige Piraten auch. Und das da hat dann irgendwie so eine Eigendynamik bekommen, weil vor allem Vaco sich da einfach mal rangesetzt hat und gesagt, ach, ich mache mir jetzt mal gerade einen Blogbeitrag dazu oder schreibe da mal was zu. Und dann, bevor die Fraktion, die ja sich noch darüber unterhielt, wie schlecht es gelaufen ist, dass das nicht ordentlich umgesetzt wurde und gar nicht gemerkt, also ich hatte das Gefühl, nicht gemerkt hatte, dass da eine sehr kuriose Situation entstand, die man verbreiten kann, hatte die Partei das schon gemacht. Das fand ich gut, daraus kann man lernen, wenn man einfach sich mal was Positives da rauszieht oder beziehungsweise was, eine Geschichte erzählt. Journalisten und auch Menschen, die was lesen, lieben ja Geschichten, eine Geschichte erzählt, bei der wir auch gut wegkommen, dann interessiert das niemanden, ob hier irgendwo eine Kleinigkeit bei der Sache schiefgelaufen ist. Aber wenn die Fraktion das rausgeschickt hätte, wenn die Fraktion das gemacht hätte und nicht Vaco, dann hätte sie wahrscheinlich hier erstmal diskutiert, ja, ist ja auch irgendwie schlecht gelaufen, wir sollten vielleicht besser gucken, dass wir das jetzt schnell vergessen oder wir müssen noch mal drüber diskutieren oder sonst was. Niemals wäre so ein Beitrag entstanden, den man nur schreiben konnte, glaube ich, weil man extern war. Vielleicht sollten wir daraus was ziehen. Und das Zweite ist, nachträglich wurde ja hier gesagt, ja, nachdem dann das Wellen geschlagen hatte, mehr Mut zeigen. Und ich habe daraus mehr Mut für Experimente gemacht. Generell hat das, glaube ich, nur deshalb funktioniert, weil wir ein bisschen auf die Experimentschiene gegangen sind. Und da wir ja hier eine junge Fraktion sind und auch noch eine junge Partei und auch nur wenig Prozente haben, ist also egal, können wir uns, glaube ich, sehr viele von diesen Experimenten leisten und wir sollten ruhig sehr viel öfter experimentieren. Dann kann dann halt auch sehr Unerwartetes rauskommen. Das ist halt der Sinn und Zweck von Experimenten, beziehungsweise das Normale an Experimenten, dass unerwartete Dinge rauskommen. Mal sind sie gut, mal sind sie schlecht, aber das sind halt Experimente und das muss man dann halt auch machen. Deshalb schließe ich mit mehr Mut zu Experimenten. So. Ja, ich will noch mal kurz auch als Antwort auf Daniel versuchen, drei Sachen vorzurechnen quantitativ. Einmal haben wir es, glaube ich, zum ersten Mal geschafft, eine totale Provokation im Plenum loszuwerden, ohne eine einzige Regel dabei zu brechen. Wir haben ja keine Regeln gebrochen. Zweitens, die Presse hat aus allen Reden zum Haushalt jeweils 4 Punchlines aufgegriffen. Laschet hat für seine Rede 46 Minuten gebraucht. Bei ihm kamen 4 Punchlines. Ich habe für meine 7,5 Minuten gebraucht. Es gab 4 Punchlines, die Presse aufgegriffen hat. Das heißt also im Klartext, maximaler Effekt bei minimalem Aufwand. Und das Dritte, zur Reaktion von Frau Kraft. Ich glaube, wir sollten uns mal ganz deutlich vor Augen führen, dass es für uns der Normalfall ist, dass wenn einer redet, in der Regel 18 andere oder weniger, je nachdem, wer gerade im Plenum ist, klatschen und nicht mehr. Und Frau Kraft vor einem leeren Saal stehen zu sehen, wie ich den Eindruck hatte, ziemlich verunsichert. Das war jetzt so nicht gedacht, hat sie wortwörtlich gesagt. Also es war jetzt eigentlich gedacht, dass der Saal leer ist, wenn der Pirat redet. Kann man ja so übersetzen. Offensichtlich wird Beifall auch zur Selbstverständlichkeit, vor allen Dingen, wenn man größere Fraktionen hat. Und wenn der dann fehlt, führt das zu einer Verunsicherung. Das war für mich eigentlich ein ziemliches Aha-Erlebnis. Und als Letztes, ich bin auf dem CCC gewesen und habe Mahas brillante Analyse zur digitalen Agenda der Bundesregierung gehört und habe ihm danach auch noch eine Frage gestellt. Und der einzige Tipp, den er mir geben konnte, den ich aber sehr gut fand, wie man im Plenum mit sowas umgeht, ist tatsächlich plakative Dinge rauszuhauen, plakative Sätze rauszuhauen, die den Journalisten dann sofort in die Feder fließen. Dann wären wir vielleicht von den klassischen Medien auch noch ein bisschen besser aufgegriffen. Also zitierfähiger zu werden. Das war's. Ja, ich hatte
mich ja im Zusammenhang mit der... Entschuldigung, der Dietmar hat das... Macht doch nichts. Macht nichts, Lumpi. Ich rede auch vor leeren Sälen und es stört mich nicht. Und selbst wenn, keiner zuhört, stört es mich auch nicht. Ich hatte mich ja im Vorfeld der Entscheidung, die Haushaltsdebatte in dieser Form durchzuführen, nicht so laut gemeldet. Und habe also mal so die Entscheidung der Fraktion auf mich zukommen lassen und habe selbstverständlich das, ich sag mal, mit einem sehr unguten Gefühl im Bauche über mich ergehen lassen. Und ich muss sagen, ich bin etwas erstaunt. Insofern, als aus einem Nebeneffekt, der zufällig entstanden ist, über den wir weder vorher gesprochen hatten, der noch, dass er absehbar war in dieser Form, hier den Haupteffekt erzielt sehen, der darüber hinaus, was die mediale Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit angeht, überwiegend, wie Daniel eben sagte, doch in die Partei hinein, durch einen Blogbeitrag von Vaku, übrigens schönen Dank dafür, ein toller Blogbeitrag, fand ich ausgezeichnet, entstanden ist. Effekthascherei sollte nicht unser Politikansatz sein, um es ganz klar zu sagen. Effekthascherei ist nicht das, was wir mit dem Ändern von Politik und Politikstil verbinden. Und genau das haben wir aber getan. Wir haben Effekthascherei gewollt und haben sie auch erzielt. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die nicht in der Partei sind, sondern die unsere Politik sehr aufmerksam verfolgen, also das, was wir hier tun im Landtag. Und die haben mich gefragt, was war denn das? Ich hätte es besser gefunden, auch bei allem, was wir dann immer sagen, ja, Haushaltsdebatte und Haushalt ist Königsrecht des Parlaments, dass wir es auch so behandeln. Dass wir dieses Podium auch benutzen, um darzustellen, was unsere Politikinhalte sind. Und dafür reichen einfach 10 Minuten nicht, muss man ganz klar so sagen. Sonst könnten wir uns auch jedes Mal, wenn wir im Plenum reden wollen, hinstellen und auf unser Wahlprogramm verweisen. Und zwar ganz platt. Vielleicht können wir noch einen Link ausführen, vielleicht können wir den auch tanzen und könnten damit Effekte erzielen. Die Effekte erzielen wir, auch die Aufmerksamkeit. Aber nicht diejenige Aufmerksamkeit, die wir unserer Sachpolitik, die wir machen wollen und der Seriosität, die damit auch verbunden sein soll, bei allem Spaß, den wir haben wollen und den es auch machen soll, haben sollten. Also von daher... Das ist ein Experiment gewesen. Da wird es sicherlich unterschiedliche Auffassungen geben, ob dieses Experiment gelungen ist. Ich bin der Auffassung, es ist teilweise gelungen, ja, durch Zufälle, teilweise auch gesteuert oder Zufälle produziert, die eben da auch verschriftlicht worden sind. Und ansonsten glaube ich, dass wir es beim nächsten Mal vielleicht doch wieder anders machen sollten. Dankeschön. Dann habe ich noch Michelle. Ja, danke Dietmar für dieses Plädoyer fürs nächste Mal. Ich möchte nur darauf hinweisen, bei all dem, was du sagst und Sachpolitik und so, ich glaube, das haben wir durchdiskutiert vor der Rede. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen Effekt erzielen wollen. Der Effekt war, dass wir sagen wollten, das ist hier alles nur Theater und wir halten euch den Spiegel vor. Ja, Joachim, das hat nicht geklappt, weil du Inhalt gebracht hast. Darüber haben wir schon unter 4 Augen geredet. Das hat Daniel gerade auch gesagt. Das ist auch meine Meinung. Den Spiegel vorhalten wäre eben nur gegangen, wenn man tatsächlich nichts Inhaltliches sagt. Wir haben es gemacht. Es ist was anderes dabei rausgekommen. Jetzt interpretiert das jeder anders. Du hast gesagt, wenigstens, also ich habe die gleiche Anzahl Punchlines wie alle anderen und habe viel weniger Zeit gebraucht. Darauf kann Dietmar natürlich sagen, hättest du mehr Zeit gebraucht, hättest du das noch alles viel besser sagen können, dann wären wir wieder bei dem alten Muster. Das kann man machen, die Idee war eine andere, aber sei es drum. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir bitte eins nicht tun, nämlich ein Zufallserfolg, denn das war dieses Aufgreifen von Vaku, jetzt plötzlich hochjazzen und sagen, boah geil, wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Denn wir haben nicht das erreicht, was wir wollten. Wir haben was anderes erreicht, war auch ganz cool, aber es war nicht das, was wir eigentlich wollten. Es war nicht der Plan.
Und deswegen bitte ich darum, jetzt nicht irgendwie in Euphorie zu verfallen und zu sagen, boah, war das eine geile Sitzung und haben wir das super gemacht und yeah, Frau Kraft vor leeren Rängen, das war alles Zufall. Und wir sollten uns das jetzt nicht auf die Fahne schreiben und denken, was wir für tolle Typen sind. Ich wusste ja nicht, was er sagt, der Michel, deswegen habe ich dann nichts mehr hinzuzufügen. Aber schlecht war es nicht. Okay, jetzt melde ich mich ganz kurz. Achso, okay, Harald erst. Also ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, also Zufall war es nicht. Ja, ich erinnere mal daran, dass der Vorschlag beim letzten Mal vom Ingo gekommen ist, einmal anders ranzugehen, die Fraktion darüber diskutiert hat und gesagt hat, wir machen es jetzt mal anders. Die Wirkung, die erzielt worden ist, da stimme ich dir auch zu, die ist hier ist eine andere gewesen, als wir damals diskutiert haben. Aber trotzdem, ich würde auch den Oliver aufgreifen, eben ja, Experiment ab und an machen, lohnt sich eben doch. Das muss man aber immer fallbezogen von Mal zu Mal diskutieren. Der Dietmar hat ja nicht Unrecht. Also nur sich da oben hinstellen und singen oder tanzen oder so, das kann es auch nicht sein. Ja? Aber muss man von Fall zu Fall sehen, wie eben die Plenumssession ist. Ich finde das auch gut. Experimente muss man mal ab und an wagen. Insofern kann man das, finde ich, unterm Strich als doch eine positive Sache für uns werten. Da muss man aber wirklich nicht in Jubelschrei ausbrechen, da hast du recht. Ja, ich glaube, wir sind da alle tatsächlich gar nicht so weit voneinander irgendwie entfernt. Was mich tatsächlich noch mal interessieren würde, ist, das habe ich vorhin in meinem ersten Beitrag vergessen, Olli hat es vorhin noch mal angesprochen, der interessante Fakt ist ja, dass die Außenwirkung tatsächlich erst erzielt wurde durch Vakus Beitrag auf der Piraten-NRW-Seite. Also zumindest die größere Welle. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also unsere Tweets zum Beispiel, also es haben ja auch ein paar Abgeordnete getwittert aus dem Plenum, sind zu dem Zeitpunkt nicht so sehr aufgegriffen worden. Ich finde diesen Effekt interessant, kann mir den nicht erklären, warum es letzten Endes so ist. Also es ist gut, dass nachher ein Effekt entstanden ist. Ich wäre dankbar darüber, wenn mir irgendjemand erklären könnte, warum erst Vakus, Olli hat es vorhin genannt, Geschichte, dann, ich sag mal, irgendwie einen größeren Output erreicht hat. Finde ich schon spannend. Auf Dietmar will ich auch noch mal eingehen. Es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie hier der Haushaltsdebatte entzogen hätten. Wir haben uns dazu entschieden oder bewusst dazu entschieden, bei der dritten Haushaltslesung, wo sowieso jedem Abgeordneten, außer den 5 bis 10 Haushaltsexperten, die da sitzen und deren große Show das ist, allen anderen 227 Abgeordneten hängt das Thema zu dem Zeitpunkt zum Hals raus. Ja, weil das in den Ausschüssen durchexerziert wurde, bis zum geht nicht mehr, weil alle Anträge der Opposition abgebügelt wurden. Das ist ja nur ein großes Schauspiel. Ja? Wenn es nach mir ginge, ne, dann machen wir nächstes Jahr den Haushalt, sollen die einbringen, wir machen das ohne Reden, können wir das, den ganzen Scheiß verabschieden und einfach durchziehen, weil das hat ja keinen Effekt. Unsere Arbeit, die wir an Änderungsanträgen und so weiter da investieren, das ist alles letzten Endes für die Katz. Das ist aber... Das machen wir natürlich nicht. Ne? Wir machen das weiterhin mit den Änderungsanträgen, versuchen uns da weiterhin einzubringen. Aber das ist genau der Punkt, Dietmar, und da bitte ich dich auch ganz aktiv wirklich mitzuwirken. Das ist das, wo wir uns nach draußen dann auch darstellen können, wo wir sagen können, wir haben uns hier über Wochen hinweg aktiv in die Haushaltsdebatte eingebracht. Wir haben Änderungsanträge gestellt, wir haben in der ersten Lesung mitgespielt, wir haben in der zweiten Lesung mit ausführlichen Redebeiträgen mitgespielt. Nur irgendwann in der dritten Lesung, da haben wir gesagt, jetzt ist auch mal gut. Jetzt machen wir das Ganze nur noch mal in einer ganz kompakten Variante und machen nicht das, was hier 4 andere Kasper hier vorher durchspielen und über Gott und die Welt hier debattieren. Die reden ja hier nicht über einen Haushalt in den 45 Minuten. Wenn wir die Redebeiträge der anderen 4 hier zusammenschrumpfen wollen auf tatsächlich haushaltsbezogene, ich sag mal, Sätze,
Ja? Dann kommen wir, nein, da kriegst du keine fünf Minuten voll. Also fünf Minuten, wenn du von allen Vieren insgesamt sprichst vielleicht. Okay. Also da sind ja keine Haushaltsdebatten, das sind Grundsatzdebatten. Wir können gern vielleicht mal einen Vorschlag einbringen, dass wir hier einmal im Jahr so eine Grundsatzdebatte über politische Ausrichtung, was weiß ich nicht, machen. Ist in den USA zum Beispiel üblich, da wird das einmal jährlich gemacht. Dann können wir sowas machen, das brauchen wir aber nicht unter dem Titel Haushaltsdebatte irgendwie führen. Das ist alles Käse, das versteht auch gar kein Mensch da draußen. Ich finde, da sollte man versuchen, halt Dinge irgendwie anders zu machen. Also insofern nochmal, was ich vorhin auch sagte, unterm Strich ist das recht gut gelaufen und ich glaube, dass wir da auf einem richtigen Weg sind, dass wir versuchen, da zumindest irgendwie Dinge anders zu machen. Ja, danke Daniel für deinen Beitrag. Ja, anders machen. Da bin ich auch nach wie vor für, es anders zu machen, allerdings dann natürlich auch fach- und sachbezogen, klar. Ich habe da auch so gewisse Ideen, die werde ich natürlich im Laufe des Jahres komplettieren und dann natürlich auch einbringen und auch hoffen, dass alle daran mitwirken. Und ich denke, dass wir da auch parteiprogrammatisch eine gute Basis finden werden oder haben. Die haben wir schon. Gut, dazu später. Nochmal zu meinem Befinden. Im Zusammenhang mit diesem Abschluss der Haushaltsdebatte. Ja, das ist richtig. Da gab es eben vieles, was dann eben nur Schattenboxerei gewesen ist und vielleicht auch von uns gewesen wäre. Es hat ja darüber hinaus auch im Rahmen des letzten Plenums verschiedene Tagesordnungspunkte gegeben, anhand derer wir unsere parteipolitisch-inhaltliche Agenda, sage ich mal, auch präsentieren konnten, egal ob das jetzt im Bereich Soziales war, egal ob das im Bereich Finanzen war, Grunderwerbsteuer, auch zum Verhalten der Parteien in der gesamten Debatte, da haben wir ja gut was zu sagen können. Das war der glückliche Umstand, dass eben verschiedene andere wichtige Entscheidungen in dieser letzten Plenarwoche auch noch debattiert wurden. Auch das wahrscheinlich doch eher ein Zufall. Sei es drum. Ich habe mir natürlich im Zusammenhang dessen lange Gedanken gemacht und hatte auch gesagt, dass ich war auch stinkesauer, muss man ganz klar zu sagen, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt oder einige haben es zumindest gemerkt. Und ich stand also ehrlich gesagt kurz vor Weihnachten, auch in der Woche noch vor, in der Weihnachtswoche noch vor der Entscheidung und habe mir das reiflich überlegt, bis eben ins neue Jahr hinein, bis jetzt, wenn man so will. Eigentlich bin ich noch nicht ganz abgeschlossen mit der Entscheidung, ob ich das überhaupt weitermachen möchte. Also ob ich diesen Haushalt und Finanzbereich überhaupt in dieser Form oder überhaupt weitermachen möchte. Weil ich auch gesehen habe und auch gesprochen habe mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch mit anderen Abgeordneten. Und leider Gottes euch sagen muss, dass ich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein eher negatives Zeugnis erfahren habe und dass ich eine Geringschätzung, teilweise auch eine Geringschätzung der Arbeit, die zwischen der zweiten und der dritten Lesung oder auch vor der zweiten Lesung bis dorthin gemacht worden ist, attestiert bekommen habe. Nicht ich persönlich, sondern das muss ich euch oder uns als Fraktion einfach mitgeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ehrlich gesagt enttäuscht, weil sie mit etwas anderem gerechnet haben. Die wussten natürlich von der Entscheidung der Fraktion, das eventuell so zu machen, aber auch nicht so richtig mit Durchsatz, weil das ja auch bei uns aus taktischen Gründen eben im Verborgenen stattgefunden hat. Und dieses Verborgene ging in dem Falle so weit, dass es eben auch die Mitarbeiterschaft eben nicht so unbedingt mitbekommen hat. Und das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben im Bereich Haushalt und Finanzen aktiv, sehr aktiv sich eingebracht hatten, überrascht worden. Überrascht worden von der Aktion. Und das darf nicht nochmal passieren, weil dadurch ein Motivationsloch entsteht, eine Demotivation entsteht, die ich ehrlich gesagt in gerade diesem sensiblen Bereich Haushalt und Finanzen, der hier nicht wirklich einer der beliebtesten ist, ehrlich gesagt für die Fraktion nicht gutheißen kann. Und von daher glaube ich, dass wir sowohl in der Verfahrensweise solcher Entscheidungen wie aber auch dann in der Durchführung doch noch auch intern etwas besser kommunizieren müssen, um eben solche Defizite gar nicht erst entstehen zu lassen. Und letztendlich habe ich gesagt, nö, ich mache das sehr wohl weiter. Das ist ein geiler Bereich, Haushalt und Finanzen. Er ist nicht sehr beliebt, aber mein beliebtester. Und von daher freue ich mich auf die nächsten
Haushaltsdebatten. Dankeschön. So, jetzt kann ich noch mal ganz kurz mit einer Kleinigkeit im Nachgang um die Ecke kommen. Vaku hatte mich halt im Vorfeld informiert. Ich wusste von der Idee, von der Aktion, von dem Inhalt. Und die eigentliche Welle, die dann kam, die kam ja übrigens erst 24 Stunden oder noch mal 26, 28 Stunden später. Wie sie zustande kam, da rätseln Fachleute in der Medienwelt immer noch seit ewigen Jahren drüber. Manchmal passiert sowas, das kannst du echt. Also virale Inhalte anzuschieben, das ist ganz merkwürdig. Passiert manchmal. Das kann man sogar studieren, ne? Ja, genau, als Studiengang. Toso, bitte. Entschuldige, ich habe dich dann gerade nicht gesehen. Nur ein kleiner Hinweis, heute Abend ist im Mumble wieder die Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes. Vielleicht kann der ein oder andere da Wunder oder Mirakel näher erfahren. Da sind ja die handelnden Personen auch betroffen. Eventuell erfährt man da auch von der einen oder anderen Hintergrundabsprache, wie denn hier sowas funktionieren kann. 21 Uhr Mumble. Viel Spaß. Vielen Dank für den Hinweis, Toso. Okay, damit würde ich sagen, sind wir mit der Nachbesprechung durch. Ich bin jetzt gerade zwischenzeitlich schon wieder nicht aus dem Netz geflogen. Also das Landtagsnetz ist übrigens bei mir heute auch nicht sonderlich stabil. Gibt es noch weitere Anmeldungen, Einwendungen? Nicht? Dann kämen wir zu den Anträgen für das nächste Plenum. Im Übrigen nur der Hinweis, wir haben diesen Freitag unser Antragsmumble. Ja, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, ob ihr könnt oder nicht könnt. Von daher, die Referentinnen und Referenten und ihr, die halt Anträge mit einbringen wollen, go. Wir haben den Last-Chance-Antrag von Daniel Schwert und den würde ich dann jetzt ganz gerne bitten, diesen vorzustellen. Ja, der Hintergrund ist folgender. Ich habe, fangen wir weiter vorne an. Das Simon Wiesenthal Center hat so eine Aktion gestartet, die nennen die Operation Last Chance. Der Versuch, die letzten Straftäter des Nationalsozialismus vor Gericht zu bringen. Und sie haben sich da auf zwei Gruppen konzentriert zunächst. Zum einen auf die, Leute, die im Konzentrationslager gearbeitet haben, die da tätig waren, und zum anderen auf die sogenannten Einsatzgruppen, die während des Vorrückens auf die Sowjetunion, also auf Russland damals, die Aufgabe hatten, unter den Juden, die sozusagen da in den Gebieten waren, aufzuräumen, da also Massaker begangen haben. Das ist nie so richtig systematisch aufgeräumt worden. Daraufhin hat also dieser Simon Wiesenthal Center eine Liste zusammengestellt von Leuten, die in diesen Einsatzgruppen tätig waren, mit Geburtsdatum von 1920 bis 1924, also wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die heutzutage noch leben. Und diese Liste hat man dem Bundesinnenministerium und dem Bundesjustizminister übergeben. Nun ist das so, dass die Verfolgung von Straftaten ja grundsätzlich durch die Organisation der Staatsanwaltschaften unter den Justizministern der Länder läuft. Also habe ich dann unseren Justizminister in einer kleinen Anfrage gefragt, ob ihm diese Liste vorliegt, beziehungsweise es gibt eine Zentralstelle in Dortmund, die sich mit den Massenverbrechen der Nationalsozialisten beschäftigt, ob denen diese Liste vorliegt. Daraufhin hat mir der Justizminister geantwortet, dass die Liste ihm nicht vorliegt. Er hat auch nichts derartiges gesagt, dass ein institutioneller Kontakt zum Simon-Wiesenthal-Zentrum bestünde. Und er hat auch keine Angaben gemacht, ob die an diese Liste überhaupt kommen wollen. Ich habe daraufhin
mit dem Dr. Zuroff, heißt der Mann, dass der Leiter des Simon Wiesenthal Centers telefoniert. Und er sagte, es bestünde eben kein Kontakt zur nordrhein-westfälischen Verwaltung an der Stelle oder eben zu diesem Dortmunder Zentrum. Und er wäre also froh, wenn ein solcher Kontakt bestehen würde. Daraufhin habe ich die Idee, einen Antrag zu stellen, diesbezüglich, dass also erstens die Landesregierung Nordrhein-Westfalen sich um diese Liste bemühen soll und zweitens eben so einen Kontakt zum Simon Wiesenthal Center herzustellen, damit in Zukunft sowas eben automatisch funktioniert. Das ist die eine Frage, ob ihr damit einverstanden seid, einen solchen Antrag zu stellen. Und die andere Frage ist, nun eignet sich das Thema jetzt nicht für so parteipolitische Spiele oder so. Insofern würde ich vorschlagen, von vornherein auf alle anderen Fraktionen zuzugehen, ob wir diesbezüglich einen gemeinsamen Antrag stellen sollen. Also dass wir ganz offen schon im Vorfeld auf die anderen Fraktionsgeschäftsführer zum Beispiel zugehen und denen sagen, hier, das haben wir vor, sollen wir einen gemeinsamen Antrag stellen oder nicht. Da wollte ich euch fragen, ob ihr jetzt auch für dieses Vorgehen seid oder ein grundsätzlich anderes Vorgehen für sinnvoll haltet. Vielen Dank, Daniel. Ich war jetzt gerade nur etwas irritiert, denn ich halte die Idee für gut. Wir hätten da vielleicht auch noch mal direkt den Kontakt auch zum Justizministerium im Vorfeld nehmen können. Denn ich glaube, mittlerweile ist es so, dass wir im Bereich Recht eigentlich eine ganz gute Gesprächsebene immer finden können. Und nicht nur über die kleinen Anfragen, sondern auch im Vorbeigehen oder am Rande von Sitzungen. Oder, Dietmar? Okay, absolut. Dietmar stimmt dem zu. Von daher, jetzt mit den anderen Fraktionen zu reden, kann ich nur ein Häkchen dran machen, sofort. Ist dann halt die Frage, wie wir es machen möchten. Würden oder können Nico und Dietmar da unterstützen, weil es ist halt der Bereich Justiz betroffen. Da würde mich dann jetzt natürlich schon interessieren, was Nico und Dietmar davon halten. Nico vielleicht zuerst, Frank, Nico, Dietmar, Frank. Ein NS-Verbrecher zu verurteilen, dagegen hat niemand was. Ein Problem mit habe, ist die Berufung auf das Simon Wiesenthal Center. Gerade jetzt in dieser politischen Situation. Hintergrund ist, dass das Zentrum eine Liste veröffentlicht regelmäßig und wo ich den Verdacht habe, dass die, auch politisch, ist jetzt auch kein fernliegender Gedanke, ist auch grundsätzlich nicht verwerflich, dass sich das Institut da auch engagiert in seinem Sinne, alles okay, ist die Frage nur, ob wir uns dann damit in Verbindung bringen, weil auf dieser Liste der schwersten Antisemiten jemand ist wie Jakob Augstein, weil dort jemand ist, drauf ist wie Roger Waters von Pink Floyd und ein französischer Karikaturist zum Beispiel oder eine Pulitzer-Preisträgerin, wo wir jetzt gerade je suis Charlie, alle hier, ne? Ja, puh. Ich weiß es nicht. Also wir können den Gedanken gerne weiter verfolgen, aber ich würde das ungern vermischen wollen, weil es gerade in der jetzigen Situation irgendwie für mich einen schalen Beigeschmack hat. Also ich sehe, was die Antragstellung, wenn du bitte freundlicherweise, Nicole, einmal noch mal hochscrollst, damit ich das vor Augen habe. Ich habe das nämlich nicht hier. Achso, warte, bin ich hier. Oder. Moment. Also, dieses über die Art der Antragstellung zu bewerkstelligen, halte ich ehrlich gesagt für nicht notwendig. Und zwar deshalb nicht, weil ich ad eins mir die Frage stelle und gerne auch ins Rund. Wenn das Simon-Wiesenthal-Zentrum
dieses nachhaltige und verständliche, auch aus Sicht der Opfer, verständliche Interesse hat, dass all diese Täter auch wirklich, sofern sie denn noch unter den Lebenden weilen, alleine schon mit der Symbolkraft auch verhaftet und ausgestattet verfolgt werden, auch strafrechtlich verfolgt werden mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Warum also das Simon-Siesenthal-Zentrum, die Landesbehörde, Justizministerium, NRW, ich gehe jetzt mal davon aus, dass andere Landesbehörden vielleicht da aktiver sind, das will ich nicht ausschließen, direkt angeht, durch zur Verfügungstellung der Liste, das ist jetzt ja nun kein Akt, um dann daraus gegebenenfalls auch medial, öffentlichkeitswirksam einen Aufschlag zu machen, zu sagen, hey Leute, das ist wichtig zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen, der Kriegsverbrechen und so weiter. Das passiert nicht. Warum also sollen wir das Justizministerium, die wir ja auch abgesehen davon für die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften und der Justiz im Allgemeinen einstehen, das Justizministerium verpflichten, sich mit dem Simon-Wiesenthal-Zentrum in Verbindung zu setzen, um dort die Liste zu bekommen? Also da sage ich, der ich in den letzten 2 Monaten inklusive Plenum, aber vor allem auch auf halboffiziellem Terrain mit dem Justizminister zusammengesessen habe, am Tisch gestanden habe, gesprochen habe und jederzeit, denke ich mal, den Hörer in die Hand nehmen kann und sagen kann, pass mal auf, wie sieht das denn aus hier? Kann man da nicht mal was machen? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das vielleicht auch anzugehen? Und da wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, ohne dass wir jetzt einen Antrag dazu machen müssen, dass das Justizministerium sich aktiv an das Simon-Wiesenthal-Zentrum wenden müsste. Und nochmal die Frage, warum schickt das Simon-Wiesenthal-Zentrum diese ja nicht geheimen Listen einfach dem Justizministerium? Warum nicht? Wenn du mit dem gesprochen hast, mit dem Leiter, was sagt er dazu? Weil ich könnte mir vorstellen, Daniel, dass du diese Frage durchaus ihm gestellt hast. Was sagt er dazu? Sehe ich, wenn ich mir jetzt nicht irre, bei Frank, dann Toso. Also so, erst die Antwort. Dann, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung, Frank, würdest du Toso vorlassen? Also, wie die Justizminister in den Staatsanwaltschaften in den Ländern organisieren, wie diese Aufarbeitung der Nazizeit zu vollführen ist, das machen die Länder halt alleine. In NRW machen wir das über das Zentrum in Dortmund, das eigentlich ganz gut beleumundet ist, nichtsdestotrotz nicht optimal ausgestattet ist. Dieses Zentrum kann immer nur dann arbeiten, oder die Staatsanwälte dort, ist ja hauptsächlich einer, kann hauptsächlich immer dann gut arbeiten, wenn sie mit Informationen versorgt werden. Wenn jetzt, so wie Daniel sagt, die Informationen, egal von wo, ob das jetzt vom Simon-Wiesenthal-Center kommt oder von irgendwem anders so eine Liste geleistet worden ist, beim Bundesjustizminister versackt und da nicht weitergeleitet wird, dann muss man dafür sorgen, dass das geschieht. Weil nur dann kann dieser Staatsanwalt in Dortmund, der dieses Zentrum leitet, auch handeln. Ich glaube schon, dass diese Liste da nochmal eine Handhabe sein kann, um da was zu bewegen. Von daher sollten wir es durchaus tun. Dazu muss man dann vielleicht aber auch noch sagen, dass egal wie gut du dich mit Thomas Kutschaty verstehst, Thomas Kutschaty nicht in dem Ruf steht, bei der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen, bei der Aussühnung zum Beispiel der Zahlung an Zwangsarbeiter hervorragende Arbeit geleistet zu haben. Ganz im Gegenteil. Da sind Zahlungen verschleppt worden auf Anweisung des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen. Möglichst so lange, bis die Leute tot sind. Die Geschichte ist inzwischen fast 2 Jahre alt. Es gibt da auch diverse Petitionen, worüber hier unsere Petitionskollegen wieder nicht sprechen dürfen. Da geht es auch um einen Richter, der in dem Zusammenhang hervorragende Arbeit geleistet hat und danach dann fleißig versetzt worden ist in ein kleines Räumchen in der Nähe des Toilettentraktes, so ohne Heizung. Also von daher möchte ich das Vertrauen in Thomas Kutschaty an der Stelle nicht für unendlich erklären. Und ich fände es hervorragend, wenn wir, und zwar auf Fraktionsvorsitzenden-Ebene, auf die anderen Fraktionen mit diesem Antrag zugehen können. Vielen Dank.
Ja. Meine Wortmeldung bezog sich auch darauf, wie man weiter vorgeht, also direkten Kontakt Justizministerium oder halt hier die Legislative, das heißt den Landtag, zu bemühen. Ich finde es gut, wenn wir hier die MDLs aus dem Rechtsausschuss gute Kontakte zum Justizministerium haben, auf jeden Fall. Das ist in vielen Punkten wichtig. Aber hier geht es sicherlich um eine Sache, die vom Landtag aus kommen sollte, gerne auch als gemeinsamer Antrag. Das Zugehen auf die anderen Fraktionen, denke ich mal, ist hier ein wichtiger Punkt, weil der Landtag beauftragt ganz klar die Exekutive etwas zu tun. Das heißt, die Aufgabe muss von hier verteilt werden. Gleichwohl, was den Antrag in der jetzigen Form angeht, danke Nico für den Hinweis, da hat es auch wieder ein bisschen gerattert im Hinterkopf. Vom Gefühl her habe ich auch gesehen, dass das Simon-Wiesenthal-Zentrum hier einen sehr starken Teil in diesem Antrag hat, gerade auch wegen dieser Kontakte. Ich sehe es jetzt zwar gerade nicht vor mir, aber stand ja drin, so wie ich es im Kopf habe, also dass da Kontakte aufgebaut werden, dauernde Beziehungen und so weiter. Und da ist sicherlich dann schon auch von der Antragstellung, vom Text her zu berücksichtigen, dass wir, glaube ich, mit anderen Aktivitäten des Zentrums nicht so einverstanden sein können. Daher ist die Frage, die Liste hat einen Wert. Diese Aktion ist, soweit ich weiß, einzigartig, also von dort gekommen. Ob man denn nicht den Antrag noch insoweit, würde ich mal sagen, ändern kann, dass man sich auf diese Liste beruft, aber ansonsten weitere Bezüge oder Zusammenarbeit mit dem Zentrum nicht unbedingt forciert, beziehungsweise, das kann man jetzt hier in der Diskussion nicht rausarbeiten, dass man sich vielleicht nochmal zusammensetzt und guckt, wie man die Erwähnung Simon-Wiesenthal-Zentrum vielleicht ein bisschen anders da einbaut, unter Berücksichtigung der Anmerkungen von Nico gerade. Also wenn sich jetzt, dann würde ich ganz gerne die Reihenfolge etwas ändern. Daniel zwischendurch, wenn du möchtest. Weil, ach so, entschuldige, okay, dann, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann Nico Dietmar? Nicht, dann, oder war das keine Wortmeldung gerade nochmal von dir? Doch, ne? Nico? Ja, entschuldige bitte. Ja, das mit der, Thorsten, mit der Info, dass die nicht beim Bundesjustizministerium versauert. Ja, okay, dann lass uns einfach eine E-Mail an das Landesministerium schreiben und dann haben sie die Liste. Von mir aus auch nochmal an die Staatsanwaltschaft, dann haben die auch die Liste. Und dann können wir von mir aus noch eine Anfrage hinterher schicken. Ich sehe jetzt nicht so... Dann sollten wir es mit allen Anträgen machen, die wir so haben. Nee, das Argument war doch, dass sie die Informationen nicht kriegen, Thorsten. Das war dein Argument. Ich hake jetzt gerade nur noch deinem Argument hinterher. Das war alles. Ich sehe jetzt keinen Grund, das jetzt ins Polemische deswegen gleich zu ziehen. Da, ja, Moment bitte. Ich möchte nur einfach, damit niemand, Michel meldet sich zwischendurch auch. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Daniel, Michel, Daniel. Aber Daniel, ich hatte dich ja gerade schon zurückgestellt. Bitte. Zunächst mal auf Nico, diese Liste, das ist die Liste der schlimmsten Antisemiten und Israelfeinde, das Simon-Wiesenthal-Center jährlich veröffentlicht. Da ist in 2013 zum Beispiel eben Rudolf Augstein drauf gewesen, weil der Ansicht, bitte? Jakob Augstein, was habe ich gesagt? Ach, Entschuldigung, Jakob Augstein drauf gewesen, weil er in Berichterstattung eine sehr einseitig israelfeindliche Haltung eingenommen hatte, der Ansicht des Simon-Wiesenthal-Centers zufolge.
Roger Waters zum Beispiel stand drauf 2013, weil er Israel mit Nazi-Deutschland verglichen hat, mehrfach. Den Namen des, das habe ich gerade noch gesucht, habe ich noch nicht gefunden, des französischen Karikaturisten, den weiß ich jetzt auswendig nicht. Der ist unter Umständen, ist unter anderem deswegen jetzt aufgefallen, dass er sich mit dem dritten Attentäter, der in dem koscheren Supermarkt 4 oder 5 Juden erschossen hat, solidarisch erklärt hat. Insofern ist das durchaus auch ein Antisemit. Also es sind eben einfach Antisemiten auf dieser Liste. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten, ob man das genauso sieht oder nicht. Es sind welche drauf und das ist die Ansicht des Simon Wiesenthal Centers, diese zu veröffentlichen. Man kann darüber streiten, inwiefern ein Israel-Feind ein Antisemit ist oder nicht. Da ist das Simon Wiesenthal Center eben einer ganz bestimmten Meinung. Die kann man teilen, die muss man nicht teilen. Das hat aber auch jetzt hier mit dem Antrag im Sinne nichts zu tun. Diese Veröffentlichung ist insofern wichtig, als da tatsächlich eben darüber diskutiert wird und dass man eben auch darüber diskutieren muss, inwiefern eine irrationale Feindschaft gegen Israel, also sprich an ich nenne es Antisemitismus antizionistischer Prägung, inwieweit man den auch thematisiert oder nicht. Ich habe da eine Meinung zu, andere haben andere Meinungen zu, aber das ist kein Grund, das Simon Wiesenthal Center an sich und seine Arbeit jetzt hier irgendwie abzulehnen. Ganz im Gegenteil, die ist sehr wichtig, diese Arbeit. Und was, wenn es darum geht, ja, man könnte mal beim Justizminister anrufen, das ist sicherlich wahr, aber auch das muss ich fragen. Ich habe eine kleine Anfrage gestellt. Ich habe da eine Brücke mitgebaut. Ich habe sozusagen das schlüsselfertig serviert, worum es da geht. Das Ministerium hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, dieses auch als Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, wir kümmern uns oder wir kümmern uns nicht. Nein, sie kümmern sich nicht. Sie haben kein Interesse daran. Und der zweite Punkt ist, auch das müsst ihr wissen, die Strafverfolgung von diesen Einsatzgruppen, die hat es bislang eben gar nicht gegeben in Deutschland. Da systematisch aufzuräumen, das hat nicht passiert. Auch unter den KZ-Angestellten, das ist überhaupt erst in den letzten Jahren in einzelnen Fällen hat das stattgefunden, dass das systematisch gemacht worden ist. Das ist tatsächlich nie geschehen. Dieser Antrag soll auch tatsächlich einen gewissen Druck aufbauen, dass eine systematische Aufarbeitung und Verfolgung in dem Bereich passiert. Und die passiert eben einfach nicht. Ich versuche eben auf die Art und Weise eben auch eine Verbindlichkeit herzustellen, die ja so einen Anruf oder wir schicken die Liste jetzt mal an das Ministerium eben nicht darstellt. Okay, dann würde ich ganz gerne nach Rücksprache mit Michel kurz vorziehen. Wieso? Ich werde mich auch melden. Das hat einen ganz bestimmten Grund, den Michel... Ich habe was relativ Generelles. Ein Meinungsbild möchte ich ja gerne machen. Genau, ich möchte ein Meinungsbild abfragen, möchte dazu zwei Sätze sagen. Wir merken, dass die Diskussion hier zwischen 3-4 Leuten gerade läuft. Mir fällt das immer wieder auf und ich sage das jetzt mal ganz allgemein, dass es häufiger dazu kommt, dass 1-2 Leute, die solche Anträge lesen, die dann hier hinkommen, die dann diskutieren. Das hat natürlich was zu tun mit, jeder möchte von seinem Standpunkt überzeugen, der eine pro, der andere contra und so weiter. Aber ich merke, wenn ich so in die Runde gucke auch, dass bei vielen Leuten einfach, finde ich sagen, die Meinungsbildung abgeschlossen ist. Das wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber dass es doch zu einer sehr spezifischen Diskussion wird. Und deswegen würde ich gerne fragen, ob es nicht, also die Beteiligten fragen, ob es nicht möglich wäre, dass man solche Anträge, wenn man merkt, dass man so 3-4 Beteiligte hat, dass diejenigen sich zusammensetzen und tatsächlich den Antrag nochmal formulieren, Pro-Kontra-Argumente aufschreiben, das bisschen kompakter hier vorstellen. Und mein Meinungsbild wäre, ob der Antrag, so wie er jetzt gestellt ist, entsprechend Zustimmung finden könnte, ob sich die Mehrheit vorstellen kann, dem jetzt so zuzustimmen, auch nach der Diskussion, weil wenn nicht, eine Änderung werden wir ja live jetzt nicht hinkriegen, dann würde ich tatsächlich dafür plädieren, dass die Leute sich zusammensetzen, die jetzt diskutieren, die ihre Argumente haben, und dass wir beim nächsten Mal quasi
den entsprechenden Antrag bekommen, von mir aus auch konkurrierende Anträge mit jeweils den Argumenten und dass wir das ein bisschen kompakter fassen können, weil sowas passiert uns hier immer wieder, dass wir so in längere Diskussionen im kleinen Kreis ausatmen. Und ich nehme mich da durchaus nicht von aus, das möchte ich ganz klar betonen. Magst du denn dann jetzt dein Meinungsbild in kompakt formulieren? Okay, mein Meinungsbild ist, wer könnte sich vorstellen, nach dieser Diskussion, dass dieser Antrag unverändert angenommen wird, weil daran kann man sehen, ob noch gearbeitet werden muss. Also, demzufolge nach, wer kann diesem Meinungsbild so zustimmen? Wer ist der Meinung, dass dieser Antrag ungeändert eingereicht werden könnte? Ich möchte dem Antragsteller mitteilen, das ist zum Teil der Fall, zu einem geringeren Teil. Von daher ist der allgemeine Wunsch nach einer weiteren Besprechung und Überarbeitung außerhalb dieser Sitzung im Umkehrschluss vermutbar. Nee, ich glaube nicht, dass es den Umkehrschluss gibt, aber ich würde diejenigen, die beteiligt sind, vielleicht sich, wenn sie Wortbeiträge jetzt hätten, zu sagen, okay, pass auf, wir treffen uns und wir besprechen das und dann... Es ist ja erst Dienstag und Freitag ist das offizielle Antragsmumble, von daher sind da ja auch noch ein paar Tage Zeit. Daniel? Da solche Runden normalerweise dann nicht zustande kommen, sage ich, ich stelle den am Freitag eben einfach ein. Wenn bis dahin sich irgendwas ergeben hat, dann können wir das gerne einfließen lassen. Ich sehe jetzt nicht den Grund, dass ich irgendwie alleine da eine Änderung vornehme. Dann möchte ich doch noch kurz, die Redeliste war ja noch nicht fertig. Ich würde die jetzt aber mit den letzten Meldungen schließen. Ich glaube, dann wären es noch Dietmar, Creon, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob du dich nochmal gemeldet hattest. Nicht nochmal. Kurze Nachfrage. Daniel, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du sagst, du reichst den Antrag in jedem Fall jetzt mal ein und dann, nee. Ich warte halt, was kommt bis Freitag. Okay. Und gut. Dann, da ich aber, ich gehe jetzt nicht in Vorleistung. Alles klar. Ist er ja schon. Ja. Also ich habe leider, Daniel, hattest du nicht vermitteln können, warum, wieso, weshalb jetzt Simon-Wiesenthal-Zentrum sich nicht direkt an die Staatsanwaltschaft in Dortmund oder an diese Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft gewandt hat. Warst du noch schuldig quasi? Hat er auf Landesebene einfach, macht er das nicht. Ach so, der macht das auf Landesebene. Er ist dem Justizminister und also er hat Maas und dem Maizière persönlich überreicht. Okay, dann muss ich dazu abschließend was sagen. Also tut mir furchtbar leid, wenn das Simon-Wiesenthal-Zentrum mit dieser Arroganz unterwegs ist, dass Landesbehörden nicht Ansprechpartner sind für derart gravierende Angelegenheiten, reicht es sicherlich nicht aus, die Liste dem Bundesinnenministerium zu überreichen, damit dieses dann den Justizministern der Länder die Sache weiterleitet. Also das schon mal das Erste. Das Zweite, wenn dem Simon-Wiesenthal-Zentrum wirklich daran gelegen wäre, in dieser Weise, wie es auch dargestellt ist und wie ich es nachvollziehen kann, aus deiner persönlichen Sicht nachvollziehen kann, weil ich das ausgrund vieler Diskussionen und Beiträge deinerseits eben weiß, dann muss ich sagen, sind wir meines Erachtens nicht die Steigbügelhalter dafür und nicht in dieser Weise. Denn um es noch mal ganz klar zu sagen, gerade das Justizministerium Nordrhein-Westfalens ist nicht eine Frage von Vertrauen, die hier, Thorsten, wenn ich dich da ansprechen darf, die hier in übersteigertem Maße vorhanden sein sollte oder nicht vorhanden sein darf gegenüber dem Justizminister dieses Landes. Das ist nicht die Frage, sondern es ist die Frage, ob und inwieweit der Justizminister dieses Landes als politische Exekutive, die er ja ist, überhaupt Einfluss auf Staatsanwaltschaften nehmen will und darf und kann. Und das kann er nicht. Das kann er nicht nur Kraft Gesetzes nicht, das kann er aufgrund der in Nordrhein-Westfalen bestehenden Leitlinie nicht, das kann er aufgrund, wenn du die Diskussion, Debatten verfolgt hast, gerade auch im Zusammenhang mit der Frage der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften, nach der Auffassung sämtlicher in diesem Hause vertretenen Fraktionen eben nicht. Und wir als Piraten
und auch als Piratenfraktion wollen überhaupt keine politische Einflussnahme auf Staatsanwaltschaften. Diese wäre es aber, würden wir die Landesregierung dazu verpflichten, eine wie auch immer geartete Liste in die Hand zu nehmen, um Staatsanwaltschaften im Lande Nordrhein-Westfalen anzuweisen, bestimmte Dinge in Gang zu setzen. Tut mir leid. Dann mag das Simon-Wiesenthal-Zentrum sich mit der Liste an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Dortmund oder an die zuständige Polizeidienstbehörde wenden und den rechtsstaatlichen Weg einhalten und einschlagen, der dafür vorgesehen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte den Weg übers Bundesinnenministerium und eine Mimimi-Haltung des Simon-Wiesenthal-Zentrums nach dem Motto, ja, die machen ja nichts, halte ich für den falschen Weg. Muss ganz klar zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das Bundesinnenministerium Weisungsempfänger des Simon-Wiesenthal-Zentrums ist in Bezug darauf, dass das Bundesinnenministerium die Länderbehörden, die hier völlig unabhängig handeln und arbeiten, in irgendeiner Form zu irgendwas anweisen kann. Der Justizminister oder auch der Innenminister des Landes wird dem Bundesinnenminister oder dem Bundesjustizminister einen Vogel zeigen, wenn der sagt, ihr müsst mal jetzt tun. Also von daher halte ich das für problematisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne das Gespräch mit dem Simon-Wiesenthal-Zentrum führen. Warum, wieso, weshalb nicht hier der direkte Weg zur Staatsanwaltschaft, zu dieser Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Dortmund beschritten werden kann. Das halte ich für einen zielführenden Weg. Und von daher würde ich das eben nicht parlamentarisch aufhängen, sondern eben, ich sage jetzt mal in dieser Form, NGO-mäßig. Okay. 11.39 wollte vorschlagen, Pause 11.45. Ich habe Creon, Toso, Frank und dann schließen wir diesen Top aber auch ab. Ich habe eben bei dem Meinungsbild nicht aufgezeigt, weil ich denke, dass es eine Änderung geben wird. Und aus dem Fazit der Wortmeldung bisher würde ich sagen, beim Beschlussteil haben wir ja 4 Punkte. Der letzte Punkt ist die Berichterstattung. Der erste Punkt ist die Aufnahme, die Kontaktaufnahme. Darüber kann man jetzt diskutieren, ob das der Punkt alleine ein Punkt wäre, für den man einen Antrag stellen muss. Ist aber auch egal, der kann, glaube ich, drinstehen bleiben. Der zweite Punkt ist der meiner Meinung nach auch wichtige. Und ich glaube, da haben sich auch die wenigsten, die jetzt eben gesprochen haben, irgendwie dagegen gestellt oder haben da irgendwie angezweifelt, dass der Punkt nicht sinnvoll ist. Das ist der in Zeile 112. Diese Liste also praktisch weiterzureichen bzw. damit zu arbeiten. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, das ist in Zeile 114. Das war die Sache mit dem dauerhaften institutionellen Kontakt. Und ich glaube, da ist die Diskussion jetzt am stärksten gewesen, macht denn dieser dauerhafte institutionelle Kontakt erstens Sinn? Ist der aus unserer Sicht notwendig? Ist dieser dauerhafte institutionelle Kontakt, auf welcher Ebene soll das stattfinden, könnte man auch hinzufügen. Ich nehme mal an, dass der Antrag hier gut ankommt, wenn man den dritten Punkt streicht, oder man müsste nochmal über diesen dritten Punkt sprechen, also hauptsächlich über diesen dritten Punkt beim Beschlussteil sprechen und vielleicht ihn konkretisieren und nicht einfach so stehen lassen, sondern sich überlegen, was bedeutet denn das? Ich glaube, wenn man es jetzt ganz einfach machen würde, dass man den dritten Punkt rausnehmen könnte und den Antrag ja verabschieden könnte. Ja, nur was vielleicht Grundsätzliches zu dem Konstrukt, wie das aussieht, wenn sich eine ausländische Organisation an irgendwen in Deutschland wenden möchte. Normalerweise ist das halt so, dass die einzelnen Bundesländer die Außenpolitik an die Bundesregierung abgegeben haben. Von daher ist es gar nicht so abwegig, dass jetzt eine ausländische Organisation, die sich an Deutschland wenden möchte, schaut, wer ist denn in Deutschland eigentlich für die Kontaktaufnahme zuständig. Da wird man wahrscheinlich zuerst mit dem Auswärtigen Amt gesprochen haben und die werden gesagt haben, das ist Justiz und Inneres und dementsprechend hat sich das Simon-Wiesenthal-Center an Justiz und Inneres auf Bundesebene gewandt, weil das ist einfach unsere Schnittstelle ins Ausland. Die einzelnen Länder betreiben an der Stelle eigentlich sehr, sehr wenig Außenpolitik. Wir haben ein bisschen hier in Europa, ist aber eine Sondergeschichte.
Und ansonsten ist die Außenpolitik von uns quasi als Geschäftsbesorgungsvertrag, kennt sie ja mit aus, nach Berlin verschoben worden. Von daher wäre es eigentlich umgekehrt an der Stelle völlig falsch gewesen, hätte sich das Simon-Wiesenthal-Center an irgendein Bundesland einzeln oder gar an irgendeine Staatsanwaltschaft in der Bundesrepublik einzeln gewandt. So haben Sie jetzt genau den Weg eingehalten, den wir vordefiniert haben. Ne? Also von daher ist da überhaupt kein Fehler an der Stelle zu sehen vom Simon-Wiesenthal-Center. Dazu bitte noch, es geht hier nicht darum, eine Anweisung großartig da vorzunehmen, dass ein Staatsanwalt im Einzelnen irgendetwas zu tun und neu zu machen hätte, sondern diese Zentrale in Dortmund ist politisch eingerichtet worden, um Verbrechen aus der Nazi-Zeit aufzuarbeiten und die Leute, die da Verbrechen begangen haben, noch zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist politisch gewollt. Wir sind immer noch Nachfolgestaat des Dritten Reiches. Wir übernehmen damit alle Rechte und Pflichten und auch die zur Verbrechensverfolgung. Und sollten uns da neue Tatbestände, neue Zeugenaussagen oder auch so eine neue Liste unterkommen, dann sind wir sogar rechtlich daran gebunden, das weiterzugeben. Und wenn unser Justizminister, der sicherlich das eine oder andere Mal mit dem Bundesjustizminister spricht, das nicht tut, dann sind wir auch dazu gehalten, da politisch den Finger in die Wunde zu legen. Sonst machen wir unseren Job nicht richtig. Vielen Dank. Okay, Frank, bitte. Ja, ich fand das Meinungsbild, was Michelle eben formuliert hat, nicht. Das hatte jetzt keine Fortsetzung, das bringt keine weitere Arbeit daran. Gleichwohl war das richtig zu fragen. Jetzt weiß ich nicht, warum hier die Veranstaltung verlassen wird, okay. Weil wir kriegen natürlich den Antrag hier nicht umformuliert und nicht geändert. Es scheint aber so zu sein, dass er halt bearbeitet werden muss. Ich fände nicht gut, das einfach so offen zu lassen. Deswegen möchte ich ein neues Meinungsbild vorschlagen. Ich glaube nämlich, wir sind uns doch sehr einig, dass in diesem Bereich etwas getan werden muss. Wir haben 70 Jahre gerade jetzt Anfang der Aufarbeitung, Erkenntnis der ganzen Vorfälle. Es ist nicht mehr viel Zeit, die noch nicht verantwortlich gemachten Menschen zu finden. Deswegen, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass die Fraktion da was tun möchte und möchte Sie deshalb fragen, ob Sie denn dieses Thema im Rahmen eines möglicherweise gemeinsamen Antrags mit den anderen Fraktionen und möglicherweise auch im nächsten Plenum behandelt werden wissen möchte. Ja. Weil bei positivem Ausgang würde ich davon ausgehen, dass sich die Interessierten zusammenfinden, aktiv aufeinander zugehen. Ich würde es selber machen, mir grätscht es, würde ich auch vielleicht was zu beitragen können. Wir grätschen zwar voll rein in Anhörung, Ausschuss, Ministergespräch und so weiter. Ich würde es trotzdem irgendwie versuchen. Möchte die Fraktion dieses Thema im Rahmen eines gemeinsamen im nächsten behandeln. Ja, so könnte man es nennen. Ich denke, die Intention des Meinungsbildes ist deutlich und ich würde dann um Abstimmung bitten. Heißt jetzt okay, also ganz klar, wir müssen hier erstmal was vorgeben. Hier müssen sich Menschen zusammenfinden, die was vorgeben, was dann an andere Fraktionen herangetragen wird. Wenn du schon dazwischen sprichst, bitte mit Mikrofon, Olaf. Ansonsten Frank, eine klare Formulierung. Also erstmal müssen wir zu einem Antrag über ein Meinungsbild. Ist die Fraktion daran interessiert, dass wir uns mit
dass wir uns damit beschäftigen und dass wir zu einem Antrag kommen. Gut, also noch einmal. Ist die Fraktion der Meinung, dass wir uns mit diesem Antrag beschäftigen und mit dem Thema beschäftigen, um zu einem Antrag zu kommen, egal wie weiterhin ausgestaltet? Dass wir uns überhaupt damit beschäftigen, so wie es jetzt hier im Protokoll steht. Entschuldigung. Ich möchte dem Antragsteller mitteilen, das Meinungsbild fällt überwiegend positiv aus. So. Fertig. Demzufolge nach werden wir uns weiter mit dem Antrag beschäftigen. Wir haben erst Dienstag und wir haben jetzt 11.49 Uhr. Und ich, bitte? Verzeihung. Ich bin gerade wieder rausgeflogen. Ah, super. Ja, bitte. Möchte die Fraktion dieses Thema im Rahmen eines möglichen gemeinsamen Antrags im nächsten Plenum behandeln? Abstimmungsbild. Als Meinungsbild oder als Abstimmung? Nein. Kannst du den zurückziehen? Ich glaube, dann werden wir weiter. Also es handelt sich ja nur um ein Meinungsbild, demzufolge nach wurde es ja gerade so kundgetan. Es ist offensichtlich noch nicht die Dringlichkeit gegeben, dass wir es, wie gesagt, wir haben erst Dienstag. Ja, das kann man ja dann trotzdem. 11.50 Uhr und ich unterbreche diese Sitzung bis 12.05 Uhr. Vielen Dank. Die Kamera läuft wieder, ich sehe das rote Licht. Es gab jetzt eine kurze Unterredung zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und den MDL hier in der Runde. Kommen wir kurz zu Top 5 der Besetzung der Landesmedienkommission. Wir hatten in einem älteren Protokoll festgehalten, wir hatten ja ordentlich gewählt, dass Daniel Schwert und Lukas in Stellvertretung halt in die Landesmedienkommission entsandt werden. Jetzt gab es zwischendurch noch die Frage nach der Langfristigkeit, der möglichen Ausfallsicherheit gesundheitlich, und ich wollte einfach nur noch einmal nachgefragt haben, Daniel, du siehst dich imstande, das regulär halt alles zu handhaben. Okay, gibt es dazu, weil wir hatten auch ein Schreiben von der SPD, die Anfrage diesbezüglich, denn der Antrag wird dann wohl im kommenden Plenum behandelt werden. Ich selber fühle mich aber selber immer noch sehr unsicher, ob das Votum das Richtige ist. Denn eigentlich hätte ich viel lieber, dass Lukas das machen würde. Aber das ist halt meine Meinung. Lukas. Ich bin völlig unvorbereitet. Ich frage mich, was wir hier im öffentlichen Teil mit diesem Thema wollen. Ich finde, wenn wir uns über solche Sachen unterhalten wollen, dann gehört das ins Nicht-Öffentliche. Deswegen wäre es mein Votum, das ins Nicht-Öffentliche zu tun, weil auch ich habe Bedenken bzw. Fragen, die aber persönlicher Natur sind und die ich nicht öffentlich behandelt haben möchte. Gut.
dann würde ich das auch so vorschlagen. Dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt hier jetzt schließen und weiter zu Top 6 gehen, des Bildungsausschusses. Da gab es kurz den Wunsch, um einfach nur die Klarstellung. Wir selber hatten im Vorfeld im letzten Jahr mal gesagt, dass Michelle das Ganze macht. Man möge mich da korrigieren. Ich wollte jetzt einfach nur nachfragen, damit ich die Information offiziell an die Verwaltung weitergeben kann. Moni, Michelle? Ja, ist eigentlich gar nicht, hättest du gerne sagen können, aber Tatsache war ja, dass dadurch, dass Birgit jetzt den Untersuchungsausschuss nimmt, sich darauf konzentrieren wollte, die Überlegung war, ob sie im Bildungsausschuss dann die Vertretung macht. Das war ja da der Ursprung. Also es geht halt nur darum, dass wir die Arbeit etwas umschichten und Birgit dann die Vertretung macht, Michelle halt da reingeht. Das hat aber zur Folge, dass dann entweder Joachim oder Olli die Vertretung aufgeben müssten im Bildungsausschuss, wenn du einen Vertreterposten nimmst. Das wollte ich sagen. Im Grunde, sage ich mal, war da ja selten so, dass dann einer da wirklich Arbeit übernehmen müsste. Insofern, denke ich, müsstet ihr euch dann tatsächlich einigen, du und Joachim, wer dann den Vertreterposten aufgibt. Und ich denke mal, das ist ja hier so mit den Betroffenen zumindest auch abgesprochen und ist einvernehmlich. Und ich hätte das lieber geklärt im Rahmen dieser ganzen großen Diskussion. Es ist aber so, dass wir jetzt Termine haben, wo Michelle jetzt auch schon mit war und das ist irgendwie, schwebt das alles so, ne, mit dem Ausschuss. Ne, keiner weiß da so richtig, was Sache ist. Deshalb wäre mir das einfach wichtig, das jetzt offiziell zu machen. Dementsprechend kriegt Michelle halt dann auch alle Informationen und so weiter. Deshalb wäre mir das an dieser Stelle, sage ich mal, jetzt auch kurzfristig wichtig. Also, welcher der beiden Stellvertreter? Achso, oh, Verzeihung. Toso, das Handzeichen, wen habe ich jetzt übersehen? Birgit soll auch was sagen. Birgit? Dann wäre jetzt eigentlich nur die Frage, wer wäre dann nicht mehr Stellvertretung? Okay, wir können ja dann. Okay, die Ausschussentsendung. Wählen wir den einfachsten Weg. Olli, würdest du dann, wir können das ja dann nochmal ändern zur Not. Das ist ja nur die Stellvertretung. Wichtig ist, dass Birgit damit drin ist. Dann würde ich ganz, ganz gerne fragen, also spricht sich jemand dagegen aus, dass Michelle Birgits Platz im Bildungsausschuss übernimmt? Und sich da aus dem einen rausstehlen und das andere rein. Und spricht sich jemand dagegen aus, dass Birgit die Stellvertreterposition von Creon übernimmt, von Oliver? Nein, die Position übernimmt. Weil dann ist diese formelle Frage geklärt. So, dann hätten wir die nächste Position, das ist die Enquete-Kommission Chemie. Creon, kannst du da eben kurz ich fass das, mal das kurz Prozedere zusammen? Also wir haben ja einen relativ dringenden Fall. Es hat 2 Jahre lang gut funktioniert, dass ich Stellvertreter war von Kai bei der Enquete-Kommission Chemische Industrie, NRW. Musste nur selten irgendwie einspringen. Aber wir haben jetzt die Situation, dass Kai länger ausfällt. Und ausgerechnet jetzt im Endspurt der EK2, wie man so schon sagt, also Enquete-Kommission Chemische Industrie,
es doppelte Termine gibt mit der Enquete-Kommission, wo ich den Vorsitz habe, nämlich die Enquete-Kommission für ÖPNV. Und diese Übersteigungsphase ist nicht besonders lang, aber ausgerechnet da tritt das jetzt auf. Es wäre also schön, wenn wir dort einen zweiten Stellvertreter hätten, der dann, also diese Woche zum Beispiel am 16. übernehme ich gerne am Freitag und auch die Obleuterunde, aber am 23. hätten wir schon den Fall, 23. Januar, also eine Woche drauf, die Enquete-Kommissionen gleichzeitig stattfinden, zumindest sich überschneiden. Und da hätten wir gerne einen zweiten Stellvertreter. Nun ist das bei Enquete-Kommissionen nicht so, dass wir es einfach benennen und mal eben Bescheid geben, sondern wir müssen einmal einen Brief an die Präsidentin schreiben. Ist aber auch nicht ganz so kompliziert wie bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Das muss also nicht durchs Plenum. Svenja sagte mir übrigens inzwischen, es müsste schon die Geschäftsführung der Piratenfraktion diesen Brief schreiben. Aber das kriegen wir schon hin. Kai schlägt als Stellvertreter den Hans-Jörg vor, als zweiten. Und Hans-Jörg hat sich auch, ich hoffe, er zieht jetzt nicht zurück, auch schon bereit erklärt, das wohl zu übernehmen. Ich bitte also die Versammlung, Hans-Jörg da als zweiten Stellvertreter zu nominieren, sodass wir einen Brief an die Präsidentin schreiben können. Das geht halt nur noch bis April. Und ich habe für alle Termine, die anliegen, Zeit, bis auf den einen, den Olli gemacht hat. Und das ist also gar kein Problem. Es gab einen Zwischeneinwurf auch für den 23. Wie viel? Auch für diesen einen Termin, da habe ich einen anderen Termin verschieben können, kein Problem. Das habe ich auch gemailt, aber wegen des Brandes ist diese Mail wohl irgendwie verbrannt. Okay. Spricht sich jemand gegen Danebot als Stellvertretung für die EK2-Enquete-Kommission Chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen aus? Dann herzlichen Glückwunsch, Danebot, und vielen Dank. Und dann geht es noch um die zweite Stellvertretung für die EK4, die FIN-ÖPV, wie sie offiziell heißt, die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen. Kreon vielleicht nochmal? Ist jetzt nicht so dringend, aber an der Stelle fällt natürlich auf, okay, dann sollten wir das vielleicht bei unserer Enquete-Kommission auch so machen, dass wir einen zweiten Stellvertreter benennen. Hatten wir auch bei der Enquete-Kommission 1 so übrigens. FDP hat dort auch zwei benannt, die ja auch nur mit einem drin sind und dann schnell in Probleme geraten. Die haben also auch zwei Stellvertreter benannt. Ich habe das jetzt einfach dazu geschrieben und ich habe vorher aber nicht jetzt die Zeit gehabt, mich jetzt intensiv mit entsprechenden Leuten zu unterhalten. Aber ich würde ansonsten auch sagen, ich würde gerne da noch mit zumindest dreien von euch nochmal sprechen und das dann auch nochmal muss ich das wahrscheinlich nochmal auf die TU bringen. Es sei denn, es meldet sich jetzt einfach jemand, der sagt, das würde ich aber gerne auch noch machen. Also bisher sind ich dort drin und der Kai ist der Stellvertreter. Gibt es Freiwillige? Ansonsten machen wir es beim nächsten Mal. Kündige ich das jetzt mal. Ja, dann gucken wir alle noch mal in unsere Terminkalender. Es geht ja wirklich nur um die zweite Stellvertretung, dass sie nötig wird und zieht. Auch das soll vorkommen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich selber überlege auch schon gerade und schaue mal nach. Dann stellen wir also die Entscheidung über die zweite Stellvertretung im EK4 so lange zurück. Bis nächste Woche. Und kommen dann zu Top 7, dem Unterstützeraufruf von Danebot zu einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde. Danebot? Ja. Es geht um Essen. Also diese Nazi-Hus von der HGSA, die ja schon in Köln so fürchterlich randaliert hatten, hatten angekündigt, sie wollten im Essen ebenfalls eine Demonstration durchführen. Die ist dann von der Polizei verboten worden. Und der aktuelle Stand ist, dass die ihre Anmeldung zurückgezogen haben und
keine Rechtsmittel einlegen wollen gegen das Verbot, aber so durch die Blume halt auf den sozialen Medien doch irgendwie so, ja, eben durch die Blume dazu aufrufen, vielleicht auch hinzukommen. Dann haben die keinen Anmelder, keinen offiziellen. Was da wirklich passieren wird, lässt sich nicht sagen. Es hat sich auf jeden Fall ein breites Bündnis in Essen, sich quer gefunden, das auf jeden Fall gegen diese HGSA dort demonstrieren wird. Und die haben einen Aufruf entsprechend und den können wir unterstützen. Die suchen halt Unterstützer, die sich mit unter diesen Aufruf setzen. Das war's schon. Also ich persönlich bin für einen solchen Unterstützeraufruf. Gibt es da weitere Meinungen zu oder sollen wir direkt zu einer Abstimmung schreiten? Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Demzufolge nach... Schnell, bevor Frank sich was überlegt. Ja, genau. Unterschreiben wir den Unterstützeraufruf zum Thema Essen stellt sich quer. Wer dafür ist, möge jetzt die Hand heben. Dann auch alle anderen Unterstützeraufrufe dann dazu. Ne? Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Zusatzantrag. Also wer immer sich querstellt. Dann. Okay, dann ist das einstimmig so beschlossen. Ja. Bei Düsseldorf stellst du nämlich auch quer. Ja, ja. Da sind wir aber auch schon Teil des Bündnisses. Also als Piratenpartei auch. Als Fraktion, dann müssen wir das auch. Okay, Top 8, die Umlaufbeschlüsse. Ich habe gerade nochmal geguckt. Auch diese werde ich dann nächste Woche nachreichen müssen. Ich glaube, das Ergebnis ist, oder hat jemand in den zwei Wochen einen Umlaufbeschluss eingebracht? Nein, deswegen, ich frage ja nur gerade nach. Werde ich dann also offiziell nächste Woche nachreichen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch einmal 10 Minuten Pause und gehen in den nicht öffentlichen Teil, weil ich ganz kurz eine Kleinigkeit nachgucken muss oben. Ich bitte um Verzeihung. Und dann würde ich sagen, sind wir um 12:45 hier für den nicht öffentlichen Teil. Ich schließe hiermit den öffentlichen Teil um 12:36 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich.